Ja, wir können uns ja gerne darüber unterhalten. Also die MOOCs sind große, riesige Seminare, die im Internet angeboten werden. Eigentlich kann man nicht sagen, Seminare sind eher Vorlesungen, die aber ständig unterbrochen werden durch Tests. Fragen mit automatisch generierter Rückmeldung durch Computer. Weil es ist ja kein Kontakt von Teilnehmern und nicht. Dabei passieren natürlich auch eine Reihe von Fehlern, dass die Software nicht die Antworten der Teilnehmer richtig einschätzen kann. Das gibt es auch. Und es gibt erhebliche Unterschiede in der Gestaltung. Also es gibt MOOCs, in denen diese Tests alle 10, 15 Sekunden erfolgen. Und es gibt MOOCs, in denen sie alle 10 bis 15 Minuten erfolgen. So. Das Problem der MOOCs, Sie haben da eine riesen Nachfrage gehabt, ist, besteht einmal darin, dass die Prüfungen nicht verlässlich sind. Es kann sich ja jeder einschreiben und jeder kann diese Prüfung machen. Nun versucht man auf zwei Weisen dem zu entgehen, dass das nicht zu Betrug führt. Und die eine ist, dass die Studierenden sich bei Pearson in Testcentern melden können, um die Prüfung zu absolvieren. Dafür müssen sie natürlich bezahlen. Das ist bei Udacity der Fall. Und bei Coursera ist es eher so, dass sie versuchen, eine Software zu entwickeln, die das Prüfungsgeschehen sozusagen kontrolliert. Da muss dann der Prüfling sozusagen erstmal seinen Personalausweis vor die Kamera halten. Und dann weiß man, ob er da drin ist. Die Software kontrolliert dann, ob er da drin ist. Muss er einen Text tippen und dann wird sein Tippverhalten weiter kontrolliert, ob er auch weiterhin immer derselbe ist, der da tippt. Das ist soweit noch ganz denkbar. Nur, was auch da nicht kontrolliert ist, ist die Tatsache, dass ja im Hintergrund jemand sein kann, der Erfahrung hat. Der ältere Bruder oder sonst wer, ja? So, was in dem Geschehen nicht kontrolliert werden kann, der so, sozusagen souffliert. Nicht? Oder jemand, der ihm über Handy parallel Antworten zuschiebt. Nicht? So. Also das sind Dinge, die so nicht kontrolliert sind. Das ist das eine Problem an der Sache. Das andere Problem ist, dass die MOOCs ja, kostenlos sind, die Lehrenden auch bisher kostenlos sie durchführen, entwickeln und durchführen, was sehr, sehr viel Aufwand ist. Und da fragt man sich, wie lange sie das machen können. Wie lange werden die das machen einfach? Oder gibt es immer wieder einen neuen Nachwuchs, der das machen wird? Also das ist schon mal fraglich. Es scheint auch schon sozusagen den Höhepunkt überschritten zu haben. Und das nächste Problem ist, dass die MOOC-Provider oder Betreiber, weil sie ja bisher noch von Risikokapital leben, in Zukunft sozusagen suchen nach Geschäftsmodellen, die Geld generieren. Ja, das bedeutet also, sie versuchen Seminare an Hochschulen zu verkaufen. Udacity hat sogar einen Studiengang mit Georgia Tech zusammen entwickelt oder wollen es entwickeln, der dann billiger ist als ein normaler Präsenzstudiengang und deswegen vielleicht nachgefragt werden wird, aber dessen Problem es sein wird, dass sozusagen die Open-Geschichte, also sind ja alle begeistert gewesen, weil das hieß Massive Open Online Courses, dass dieses Open dann nicht mehr stimmt. Sondern die Seminare sind kostenpflichtig, sie werden verkauft, die Leute müssen davon leben. Wahrscheinlich wird man in Zukunft die Professoren, die daran beteiligt sind, dann auch bezahlen müssen, so weiter. Und dann sind diese Seminare nicht mehr open, sozusagen. Also die Entwicklung geht in eine Richtung,
diese anfängliche Openheit und die Ähnlichkeit zu Open Educational Resources und Ähnlichem eigentlich verlässt. So, damit haben wir eigentlich das Ende der Fahnenstange für die MOOCs dann langsam erreicht. Wer dann noch MOOCs macht, der macht das freiwillig, der hat Lust an Reklame vielleicht für seine Institution, der möchte vielleicht Studenten anlocken und so weiter, die machen das dann auch sowas, aber so in dem großen Maßstab, wie das gelaufen ist, wird es wahrscheinlich nicht mehr sich sehr lange halten.